Habe ich eigentlich einen Ballenwickler? Ja, ich müsste mal gucken. Heu brauche ich, glaube ich, generell nicht. Vater ist Jäger, okay. Ja, ich glaube, Heu brauche ich generell nicht. Ich brauche, wenn eh, nur Gras. Und Gras haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge. Könnte ich vielleicht doch noch mal ein paar Silageballen pressen und die verticken fahren. Ah ja, und wir brauchen Kartoffeln. Wir müssen irgendwie unser Schweinefutter schnellstmöglich selber machen. Weil auf Dauer ist es ganz schön teuer. Allerdings ein Feld Kartoffeln ernten ist, ja, wo packen wir das dann halt hin, ne? Das ist die nächste Frage. Wobei ich könnte eigentlich das alles zu dem einen Bauern runterbringen. Ich weiß nicht, was der für ein Fassungsvermögen hat in seiner Mischmaschine. Aber da wäre es dann im Grunde eigentlich erstmal gut gelagert. Würde ich das jetzt mal auf jeden Fall sehen. Ich danke dir, Jan, für dein Abo. Wird nicht angezeigt, hast du wahrscheinlich ausgestellt. Oder es kommt gleich. Diese kleine Wiese, die ist eigentlich echt schon ausreichend, ne? Ich habe anfangs gedacht, ich so, boah, was ist das denn für eine kleine Mistwiese? Was soll ich damit? Aber eigentlich reicht die schon. So, ich habe schon lange keine Questplay-Meldung mehr gekriegt. Scheint also zu laufen bei denen. Das beruhigt mich ein bisschen. Oder? Oder? Wo ist denn der Mega? Ah, der fährt. Und bunkert nebenbei ab. Okay, läuft. Darfst du sonst nicht zocken, Apate? Oder beziehungsweise wahrscheinlich dann nur im gewissen Maße, oder? Nur eine Stunde. Ja gut, eine Stunde fängt man erst an, das kenne ich. Nach so ein paar Minuten hat man sich erst gerade eingespielt, ne? Und wenn man dann schon wieder aufhört, dann ja, bringt einen das auch nicht wirklich weiter. Das kenne ich zu gut vom Aufnehmen her alleine schon, wenn ich dann da manchmal nur zwei, drei Videos aufgenommen habe, als 20 Minuten, das ist dann eine Stunde. In dem Fall. Das war auch, da bist du wirklich gerade, da hast du gerade erst geblickt, was du eigentlich überhaupt machen wolltest. Hast einen Plan gemacht, bist losgefahren und dann war es das schon wieder mit der Zeit. Wie alt bist du denn? Wenn ich mal fragen darf. So, das hätten wir jetzt auch geschafft. Sechzehn.
16 darf man schon so ein großes Quad fahren? So kann ich sagen, jetzt mit der Neuregelung der ganzen Führerschein steige ich da selber nicht mehr durch. Also, ich darf es noch fahren, weil ich meinen Führerschein schon vorher hatte. Aber jetzt mit der Neuregelung muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie das ist. Ja, eine Stunde für den Stream ist wirklich kacke, da hast du wahr. So, jetzt wollte ich gucken. Schafe. Heu. Ich brauche Heu und hab... Ach, da steht mein Heuwender. Ah, alles klar. Wie viel Heu haben wir denn? Also Silage haben wir ein paar Ballen. Was ist das? Ah, das ist auch ein Lager. Müsste Heu sein, glaube ich. Rundballen Heu, okay. Also Heu haben wir auch. Naja, nicht viel, aber es reicht erstmal. Wickler? Habe ich den Wickler dazu? Ich habe, glaube ich, keinen Wickler. Wie habe ich denn die ersten gemacht? Hätte ich mir den geliehen? Muss ja irgendwo... Hier, Spritze drin. Ah, da ist er. Na gut, wenn wir Heu haben, würde ich doch... jetzt eiskalt wirklich die Ballen wickeln und verticken. Ich wüsste jetzt gerade sonst nicht, was ich damit machen soll. Klar, einlagern kann ich sie immer noch, aber dann nutze ich doch mal lieber das Geld, was wir dafür bekommen können. So. Aber ich muss ja sagen, Respekt an dich, Apate, dass du dich da weitestgehend dran hältst. Ich kenne ganz andere 16-Jährige. Die würden nicht mehr auf ihre Eltern so hören. Also daher mal großes Lob an dich. Wieder was liegen gelassen hier. Ich will jetzt auch was machen. Viel Erfolg in deinem Stream. Mache auch Raids. Deswegen stehst auch jetzt auf der Raid-Liste. Ja, Pate. Ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Hab einen schönen Abend. Und wenn du jetzt auch streamst, dann... Ja, hoffe ich, dass du auch ordentlich Zuschauer hast. Und wie gesagt, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg jetzt dabei. Ja, ist gut. Sehr schön. Gibt nicht mehr viele Jugendliche, die so sind. Bis dann. Ciao, ciao.
so. Ist eine gute Frage. Ich denke mal bis 9, 10, vielleicht auch länger. Mal gucken, wie lange mich meine Lust hier noch in dem Game hält dann. Aber so, ich sag mal, 9, 10 ist auf jeden Fall eigentlich angesetzt. Wahrscheinlich eher noch ein bisschen länger. Wieder reingefahren. Okay, ich werde im Chat im Auge behalten. So, jetzt hatte ich hier fast überlegt, mal alle drei zusammen zu schwaden, aber mit dem Schwader wird das so schnell nichts. Wenn ich wenigstens das hier jetzt alles zusammen kriege aus der Mitte heraus, dann ist das schon ganz gut. Ich hoffe, das wird da oben jetzt nicht noch weiter. Muss reichen. Okay, hätten wir das auch schon geschafft. Ja, schön wäre, wenn man hier eine... Ja, wohl eine Göweil, auch egal. Hat man eigentlich auch nur Ärger mit. Ich habe es im Multiplayer-Projekt gesehen. Ja, kann man schön alles hinten reinkippen. Die Ballen kommen vorne rausgefallen, aber wenn man da nicht schnell genug hinterherkommt mit dem Einsammeln der Ballen, dann stapeln die sich auch auf und dann steht man dahinter auch. Und ja... Dann hat man den Salat, muss die wieder neu sortieren, eventuell einmal umdrehen, weil sie auf den Kopf gefallen sind. Also, ich nenne es jetzt mal Stirnseite. Ja, auch nicht unbedingt immer das Ideale. Man muss auch so gehen mit der Wickelmaschine hier. Aber ich will mal gucken, vielleicht, ich hoffe, ich habe das CZS hier drauf. Vielleicht kann ich mir mal sowas Schönes gönnen mit Autolot. Zumindest bei der Gabel. Also, da würde ich jetzt sagen, das wäre noch okay. Ich würde aber halt nicht mit URL-Anhängern hier durch die Gegend eiern. Das kann ich überall anders machen. Dafür, finde ich, ist die Silbersusum nicht gemacht. So. Ja, ist lustig, dass man den hier durch die Wand drücken kann. Oh oh. Chill mal. Okay. Ja. Alles klar, so. Und ein paar Ballen pressen. Wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Sehen? Der hat nur 41%. Uiuiui. Da müssen wir auch gleich mal losgucken. Ich muss sagen, pressen können wir noch. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da mal einen Anhänger hinkriegen mit Saatgut. Da müssen wir nicht jedes Mal hier rüber eiern. Ja, muss ich die Ballen ja wieder selber auswerfen. Ich glaube, das war auf der 7. Ist wieder zu? Ich hab nichts gehört. Oh, was ist denn hier los? Sammelt gar nicht so breit auf. Oh oh. Uncool. Geht jetzt, glaube ich, auch automatisch, ne? Ich habe ich glaube ich die Mod drin. Jetzt muss ich mal gucken. Aber ich kann, glaube ich, trotz alledem weiterfahren. Ich muss also anhalten, muss ich dennoch. Ja, geht automatisch. Das ist ja cool. Ich muss halt nur noch anhalten.
So. Ja, das läuft ja wie geschnitten Brot hier. Oder geschnitten Gras. So, was können wir denn noch gleich mal auf den Kopf stellen hier? Habt ihr Ideen, was wir noch machen können? Wenn wir das hier soweit durch haben? So, 8 Ballen jetzt schon wieder gepresst. Alter Schwede, das ist aber auch eine Menge, die aus diesem kleinen Feld hier rauskommt. Das ist kaum zu glauben. So, wie sieht das eigentlich aus? Der Klaas, der drischt weiter und der Abfahrer, wie voll ist der? Wo ist denn der? Der MF 81%. Da wird doch wohl nicht beide Anhänger voll machen mit dem kleinen Feld, oder? Da müssen wir gleich mal nachgucken. Das kann ich jetzt ja kaum glauben. So, 11. Alter, es werden immer mehr Ballen. Also ich weiß, das erste, oder die ersten Male habe ich hier nur 14 Stück runtergeholt. Die haben wir jetzt ja mit den ersten beiden Schwaden schon. Also mehr sogar schon. Wahnsinn. Gut, dann können wir auf jeden Fall mal locker 15 Silageballen davon verkaufen. Es gibt auch nochmal gutes Geld. Dann müssen wir mal schauen, was wir uns davon mal gönnen. Denke mal, als erstes sollten wir vielleicht mal zusehen, wenn die Sonnenblumen von der 48 runter sind, dass wir da uns eine Kartoffelsämaschine leihen, da Kartoffeln reinkloppen, damit wir schnellstmöglich das Schweinefutter selber mischen können. Ich sollte mal zum Bauern gucken, was wir denn dafür brauchen. Ob wir da die Kartoffeln überhaupt für benötigen. Denn ich habe jetzt halt nur mal oh, noch ein Stückchen. Marcel Koppmann. Einen wunderschönen guten Abend. 6? Was meinst du mit der 6? Ja, hallo, genau. Schön, dass du da bist. Auf jeden Fall. So, jetzt schnappen wir uns noch den Kleinberg hier. Das hätte ich mal nicht zusammen schwaden sollen, das packt der gar nicht. Müssen wir zweimal drüber wegfahren hier. Auch schön mal ein bisschen zur Seite ablegen. Yeah. Döner Ostcool, ich danke dir für dein Abo.
Dankeschön. Ah, Apate auch wieder da. Hashtag cooler Stream. Ja, ich danke euch beiden. Pampers Rocker Robert und geiler Heat. Dankeschön. Und auch danke für dein Abo, Pampers Rocker Robert. Und einen wunderschönen guten Abend, Markus, yo. Ich danke euch, Man in Black und Markus. CGCH, auch dir vielen Dank. Ihr kommt jetzt mit Sicherheit alle von irgendwo her. Und ich gehe mal ganz stark von aus vom Apate. Dr. Kaffee, vielen Dank. Cooler Stream von Apate. Jawohl, habe ich ja, habe ich mir gerade gedacht. Und danke, Markus, für dein Abo. Ihr seid ja echt die Geilsten. So, wo bin ich jetzt hier hingefahren? VVE, hahaha, ein cooler Name auf jeden Fall und auch dir vielen Dank und cool, cool, ich danke dir auch. Und danke für dein Abo. Cool, cool. Ihr seid ja der Wahnsinn. Und auch VVE. Hahaha. Vielen Dank für dein Abo. Döner. Hashtag cooler Stream. Auch dir, Dankeschön. Nee, ihr seid ja eine Menge Leute, das ist ja echt, echt heftig. Damit habe ich nicht gerechnet jetzt mit dem Ansturm. Hey, ihr habt aber auch teilweise coole Namen. Chicken mit Matt, ich danke auch dir. Und danke für dein Abo. Schicken mit Matt. Und auch Döner. Vielen Dank für dein Abo. Alter, ihr sprengt heute mein Stream. Ich sehe schon kommen. Dann muss ich mich nachher beim Apate ja mal ganz herzlich bedanken gehen. Digga, Hashtag cooler Stream. Ja, danke. Vielen, vielen Dank dafür. Mal gucken, ob ich das irgendwann wieder gut machen kann beim Apate. So, haben wir hier noch irgendwo was? Da liegt noch was rum. Alter Schwede, schon 27 Ballen gepresst.
Und ich musste Mist wieder alles aufsammeln. Oh Mann, oh Mann. DD4R, Stream. Ich begrüße dich, DD4R. So, mal gucken, ob wir den Ball jetzt noch rausgepresst kriegen irgendwie. So viel fehlt ja eigentlich nicht mehr. Dann ist die Butze wenigstens leer. Vielen Dank für dein Abo, DD4R. Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche, falls du das irgendwie anders gemeint hast bei deinem Namen. Ich hab's aber auch nicht immer so mit dem Namen aussprechen. So. Jetzt ist die Butze zwar leer, aber ich nehme den Rest mit. Klaus der Besen, Hashtag cooler Stream. Ich danke dir. Leider, ihr habt echt die heftigsten Namen, ne? Ihr seid der Knaller. Aber ich feier sowas, ne? Wer so ausgefallene und lustige Namen hat, ich finde das geil. So, reicht. Jetzt müssen wir die noch alle wickeln und dann aufsammeln. Ach, hey. Und vorher muss ich mal hier aufräumen. Der Drescher ist durch. Und ich muss Soja. Oh, ich muss Saatgut unbedingt zu der Sämaschine auf Feld 6 bringen. Das mache ich jetzt, bevor ich mich hier weiter rumeier. LP mit P, Hashtag cooler Stream, vielen Dank. So, den können wir entlassen. Na, viel steht hier ja nicht mehr. Lohnt sich kaum. Machen wir weg. So. Einhornkalle, Hashtag cooler Stream. Ja, ich danke dir. Alter Schwede, ihr habt echt die heftigsten Namen. Der Wahnsinn. Und Lösung LP. Auch dir vielen Dank. Oh shit, hier passe ich gar nicht durch. So, der hat da nicht mehr viel drin und er zieht hier Kreise, warum auch immer. Frank aus dem Franken, Hashtag cooler Stream, vielen vielen Dank Frank aus dem Franken. Und auch vielen Dank für dein Abo, Frank. So, jetzt ist die Butze hier voll mit Sonnenblumen. Hashtag 70 Abos und 17 Likes. Habt ihr mir jetzt gerade so, waren das so viele Abos? Alter, ihr seid ja richtig heftig, wa? Da muss ich gleich mal nachgucken, aber das ist ja mal richtig heftig krank. Ich danke dir, Apate, auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Ich weiß gar nicht, ob und wann ich das mal wieder gut machen soll. Oder wie ich das gut machen kann. Jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Ich wollte Saatgut hinbringen. Und zwar brauchen wir dafür mal so einen Anhänger hier.